Die neue europäische Batterieverordnung wird einen großen Einfluss auf die Normung im Batteriebereich haben. Das Rahmenwerk der Batterieverordnung ist sehr holistisch und startet vom Rohmaterial über die Anwendung bis hin zum Recycling oder zum Second Life. Und das Ganze wird begleitet über einen Batteriepass inklusive Datenzugang. Entsprechend ist für jede Station dieses Lebenszyklus es notwendig, dass Daten ausgetauscht werden können. Und dafür brauchen wir Normung, damit das Ganze effizient funktioniert. Dazu haben wir in der DKE einen Arbeitskreis gegründet, wie wir am besten die Europäische Kommission unterstützen können mit einer proaktiven Normungsroadmap. Batterien sind sehr komplex bezüglich ihrer elektrochemischen Inhalte und auch der Elektronik und auch im Anwendungsprofil von Automotive-Anwendungen bis hin zu stationären Anwendungen. Damit dort eine Nachnutzung im Second Life erfolgen kann, ist eine Standardisierung notwendig auf Modulebene und auch beim Datenzugang, damit wir genau wissen, in welchem Alterungszustand die Batterie sich befindet. In der Arbeitsgruppe AG1 Batterien der Circular Economy wollen wir im ersten Jahr zunächst eine Bestandsaufnahme durchführen der Normungslandschaft und daraus mit unseren Mitgliedern eine Normungsroadmap erarbeiten, mit der wir anschließend das Rahmenwerk der Europäischen Union der Batterieverordnung konsultieren können und uns da einbringen.